Hallo, schön, dass du dich zum Kurs Elektrotechnik zum Anfassen in der Webakademie Sachsen-Anhalt angemeldet hast. Ich bin Matthias Magdowski von der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Ich bin der Kursleiter für diesen Kurs. Und hinter mir steht der Bausatz, der Elektronik-Bastel-Bausatz zum Thema Retro-Spiele, mit dem wir uns in dem Kurs beschäftigen wollen. Den bekommst du per Post zugeschickt, wenn du dich anmeldest. Und passend zur Jahreszeit ist das ein Adventskalender, mit dem kann man natürlich auch super außerhalb der Adventszeit basteln und experimentieren. Ich werde dazu als Anleitung noch ein paar andere kleine Videos machen. Letztendlich ist der Satz aber so gestrickt, dass du damit auch ganz gut selber experimentieren und Sachen ausprobieren kannst. Wenn es dabei Probleme gibt oder wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit gern an mich wenden. Was du noch dazu brauchst, um zu starten, sind drei Batterien in dieser Größe. Das sind so die normalen AA-Batterien. Für die Nachhaltigkeit und für die Umweltfreundlichkeit würde ich dir einfach empfehlen, Akkus statt Batterien zu verwenden. Und was du nicht unbedingt brauchst, aber was total hilfreich ist, um mal die eine oder andere Sache nochmal einen Fehler zu finden oder mal eine Spannung nachzumessen oder irgendwie einen Widerstand zu messen, ist so ein Multimeter. Das ist jetzt hier so ein sehr günstiges Gerät. Die gibt es so im Baumarkt für 10 Euro. Die können nicht viel, aber für den Anfang sind die besser als nichts. Ja, das ist so die nächste Preiskategorie, das ist so 30 bis 50 Euro. Vielleicht kannst du dir sowas, wenn du merkst, du kommst mit dem anderen nicht so richtig weiter, dir sowas von deinen Eltern schenken lassen. Und an der Uni haben wir natürlich auch noch bessere Messgeräte, das ist so die Preiskategorie 150, 200 Euro. Das muss es für den Heimbedarf vielleicht nicht sein oder für den Anfang, aber keine Ahnung, vielleicht kannst du ja mal deinen Physiklehrer oder deine Physiklehrerin fragen, ob die sowas haben und dir zumindest mal zeitweise ausleihen können. So, das soll es für den Einstieg sein. Ich wünsche dir viel Spaß im Kurs. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt oder Anregungen, dann melde dich gerne bei mir. Bis dann.